Jo Leute, es gibt jetzt einen kleinen Zwischenschnitt. Es sind jetzt 1,5 Tage vergangen. Ich bin gerade im Schnitt für das Video. Und es ist jetzt 5 Uhr morgens und wir haben die Rewards vom World Tournament bekommen. Da ich in der Top 10k war, gab es einige Stones. Und ich mache jetzt noch einen Mitleids-Multi. Gleich vorweg und direkt ein Disclaimer, nicht nachmachen. Der Banner ist es nicht wert. Ich mache es jetzt hier aber fürs Video, aber bitte auf gar keinen Fall nachmachen. Und wie sieht's? Wieder gar nichts. Oh doch, ein Vegeta. Das muss aber jetzt nichts sein, oder? Kein goldener Text, das wäre sonst was Versprochenes. Und auch keine Fusion, lol. Also Rainbow mit nur Super Saiyan und 1, lol. Ja, also ihr seht schon, kompletter Betrug an der Stelle. Wirklich, Leute, macht es nicht nach. Ich bereue es jetzt schon, dass ich das hier gerade mache. Wirklich. Ne, das wird nichts, oder? Oh je, 1000 Barber Vegeta bislang das Beste, was dieser Multi zu bieten hat. Nee, come on. Das ist jetzt schon Trash, das sehe ich doch. Hilfe. Nein. Ich lasse mich doch nicht wieder baiten, noch ein Multi zu machen. Bitte nicht. Ich habe mir den Banner vor 1,5 Tagen abgeschlossen. Bin gerade schon im Schnitt. Wisst ihr, ich war schon gedanklich voll. Oh! Cool, den habe ich noch nicht gehabt. Ich hatte den anderen SSO3 Vegeta, der damals in diesem Set kam. Cool. Wenigstens die beide. Und es war's, lol. Also Leute, auf gar keinen Fall nachmachen. Immer noch Multi. Ahaha! Der 6. Multi. Ich habe noch am Anfang gesagt, ich werde auf gar keinen Fall nicht baiten lassen. Jetzt mache ich es doch. Vegeta. Oh, da war Majin Buu dabei. War das nicht irgendeine Garantie auf eine Fusion? Nein, aber auf einen Screen Crack, wie es aussieht. Nice. Okay. Also, keine Garantie dafür, aber wir kriegen einen. Die Frage ist doppelt. Nö. Ach, come on. Oh, ach so, das ist der andere. Okay, cool. Erster Dupe für diesen Vegeta hier. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, das wäre der andere. Oh, Back-to-Back SSR. SSR Zeit Trunks. Der an sich mega kacke ist, wenn er nicht endlich mal einen Dolphin Awakening bekommen würde. Bitte Bandai, haut endlich mal eins für den raus. Aber okay, zwei SSR, die ich akzeptieren kann. Ist nur die Frage, ob wir halt noch was Geileres bekommen. Wie ich jetzt halt einfach ernsthaft 6 Multis hier gemacht habe. Mega unnötig, Leute, auf gar keinen Fall nachmachen. Das ist blöde Welt, als ob dieser Trash Angel Cell, als ob, kann man gleich skippen. Auf gar keinen Fall nachmachen, Leute. Ich lasse mich hier wirklich nur triggern, weil mich World Tournament belohnt hat. LOL! Der Dupe ist bislang das Beste hier. Auch mein erster oder zweiter Dupe für SSR3 Bardock. Cool. Also in diesem Multi hier gerade eben zwei Dupes für zwei Godleads bekommen. Nicht schlecht. Und zwei, die auch echt okay sind. Und als Nummer 10 der Gott Goku hier AGL, der Uralte. Ja, wirklich Trash. Ja, Leute, es gibt eine kleine Planänderung. Also eigentlich war es so gedacht, dass ich diesen Sam und den davor, beziehungsweise die beiden davor, eigentlich noch in das Video mit Berry Blue mit reinschneide. Aber ich sehe jetzt schon das Video mit Berry Blue. Ich bin ja gerade fertig mit dem Schnitt geworden, mehr oder weniger. Ist schon um die 17 Minuten lang. Und das hier ist jetzt auch schon deutlich länger, als es sein sollte. Sprich, das Video wäre dann 30 Minuten lang. Deswegen mache ich dieses Video jetzt doch zu einem eigenen Video. Deswegen bitte nicht wundern, wenn es am Anfang keine gescheite Anmoderation gab. Aber egal, wir ziehen noch den 3. Multi und dann sind wir hier endgültig fertig. Mega dumm, auf gar keinen Fall nachmachen. Richtig, richtig blöd, was ich hier mache. Und ja, ein Vegeta ist dabei, aber ich glaube, das heißt mal wieder gar nichts. Oh, ja doch, goldener Text, das heißt Fusion. Okay, aber nur Super Vegeto, shit, das hat nichts zu heißen. Wenn es jetzt, oh, was für ein fetter Beam. Ist es normal? Lol, als ob. Ach, das kann jetzt alles sein. Das Problem ist, Blue Baguette heißt halt, wir kriegen was Neues. Gut, es könnte auch nur ein Hit sein. Also bitte, Leute, wenn es jetzt was Neues wird, bitte der Blue Goku. Ich bin gerade mega nervös. Bitte kein Hit. Come on. Bitte. Gönn mir den Goku. Bitte, da habe ich meine Ruhe. Meine innere Ruhe. Bitteschön. Nur dieser eine Goku. Oh Gott. So eine geile Animation. Ich bin jetzt mega nervös. Ah, nein! Das darf doch nicht wahr sein! Als ob. Und dafür hundertprozentig die scheiß Animation gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber neulich, wo haben wir neulich denn gesammelt? Ja, beim Step-Up-Banner war das, glaube ich. Oder noch davor? Ich weiß gerade gar nicht. Doch, davor
bei dem Future Trunks, unser Masu-Event, habe ich den so oft gesammelt, den habe ich Rainbow und jetzt schon den dritten Dupe zu viel. Also das war unnötig, Leute. Also ein Blue Goku ja, aber bitte kein Blue Vegeta. Ah! Das ist eine Verarsche! LOL, ich kann jetzt meinen zweiten Rainbow machen. Willst du mich verarschen? Als ob. Ne. Also das ist mal straight Betrug. Wie bitte? Wie bitte zweimal Evo Vegeta? Bei so einer Animation? Alter, das Spiel zwingt mich schon wieder Verbrechen zu machen. Ich muss mein... Es ist so mega dumm. Oh, wieder Vegeta dabei. Ganz toll. Das hat mir jetzt ja sehr viel gebracht. Instant Rainbow, aber keine Fusion. Halte ich aber auch nichts mehr von. Und nur eins. Na klar. Na klar, zerstör mich doch komplett. Doken Battle. Ja, auf gar keinen Fall nachmachen, Leute. Was ich gerade mache, ist wirklich obvious. Das Dümmste, was man machen kann, so kurz vor Weihnachten, so kurz vor Neujahr. Ich werde, sobald Elder Kale Khalifa rauskommt, plus wahrscheinlich noch irgendein anderes Dokenfest, mega Schmerzen haben, richtig traurig sein, dass ich jetzt so viel Stones hier verballert habe. Es war ein Versuch. Es war wirklich gut gemeint von mir. Aber die lieben Jungs von Bandai wollen einfach nicht gönnen. Also ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass in diesem Multi hier noch ein neuer Goku auftaucht, oder? Kommt da noch irgendwas? Ich glaube nicht. LOL, als ob. Das sieht nach einer 10. Unit aus. Nach der, ja, Depression in anderen Worten. LOL. Ach, wie scheiße. Nee, Leute, nee. Ich muss aufhören. Ich würde jetzt eigentlich noch ein Multi kaufen. Quasi so lange Multis kaufen, bis ich ihn ziehe. Aber nee. Nee. Leute, wir hören hier auf. Echt sorry. Dass ich das jetzt mit einem eigenen Video machen musste, wie gesagt, war eigentlich als Einschnitt gedacht, aber dann wäre das andere Video gefühlt eine halbe Stunde lang geworden. Deswegen jetzt ein eigenes Video draus geworden, was leider doch sehr enttäuschend geworden ist. Was heißt enttäuschend? Wir haben ein, zwei nette Sachen gezogen, aber ja, ja, darf man nicht machen. So kurz vor so zwei fetten Events oder wahrscheinlich kommenden fetten Events, plus minus LR Step-Up-Bänder vielleicht, wie letztes Jahr, man weiß es nicht. Und ich verbratze mir so viele Stones in diesem Banner. Nö, auf gar keinen Fall nachmachen, Leute, wirklich nicht. Die Unit ist es sowieso nicht wert. Das ist schon mal ganz klar, die Unit ist es einfach nicht wert. Aber auch so, gerade wegen Umständen, nicht nachmachen. Trotzdem, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mithalten, fürs Durchhalten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.